Ich habe blaue Flügel. Okay. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Okay, jetzt werden sie plötzlich wieder rot. Hinten sind sie rot und vorne sind sie blau. Okay, von mir aus. Wir starten das Spiel. Wir gehen wieder rein. Sodele und wir starten. Okay, hier oben. Ah, oh, schaut euch die Aussicht. Schaut euch die Aussicht an. Ist das nicht schön? Wunderbar. Wir leveln heute mit dem Marauder Drago. Und schauen mal kurz. Da sind ein paar online. Gut. Wir möchten. Ja, wir gehen kurz nach drüben. Ah, das geht ein bisschen. Das geht 20 Sekunden. Na gut. Ich will nämlich kurz nochmal schauen, wie der andere heißt. Er hat mich vorher vor ungefähr 2 Stunden angesprochen, dass er gerne ja mitmachen würde im Let's Play, einfach nur, indem er mich ein bisschen pusht. Und den möchte ich gerne auch beim Marauder Drago drin haben. Es ist der Xertoxinsk. Sprich mich bitte beim Marauder Drago kurz mit /chat an. Bis gleich. Also Xertoxinsk ist ein bisschen schwer für mich. Irgendwie werde ich ihn trotzdem schaffen. So. Dann gehen wir wieder rüber. Gut. Nicht der Maximus, der Marauder Drago. So, dann kann er nämlich mit dem Ding kommen. Mit dem Beshi kommen. So. Dann tue ich ihn hier auch auf die Freundesliste. Xertoxinsk. So, du hast einen sehr speziellen Nachnamen. Ja, ich möchte mit kleinem Xytx. So, da habe ich dich auch drin. So, komm zum Berg. So, also, wir haben schon besprochen, wo wir leveln werden, nämlich bei diesen Toltar-Sklaven. Ist er das? Nö, das ist nicht. Das ist der Thomas Tyler. Mit dem habe ich auch schon mal bei einer Fortschlacht mit ihm gemacht und so. Kenne ich eigentlich nur relativ gut. Er wahrscheinlich ein bisschen weniger gut, aber das ist klar. Ich bin ja der Neue und nicht er ist der Neue. So. Ach komm, kann man umdrehen. So. Komm schon. Ja, es lädt wieder sehr langsam. Was bedeutet das? So viele Ressourcen und trotzdem 0%? 4,7%? 4,8%? Oh Gott. Bitte, bitte, NGD, fixt das. Bitte. Wir bleiben jetzt einfach kurz bei den Schlangen, dann den großen Trollen. So, die gehen relativ gut. Sind ja auch schon blau. Und ich möchte gern noch die 8. Die 8 drücken, nicht die 7. Mensch, Drago. So. Ja, hier draußen beim Wall sind wir.
und können da eigentlich am besten leveln, weil sie die Gegner nicht ganz so stark sind. Wie zum Beispiel die Panther hier oben. Und andere Teile. Da, wo der Wall aufhört, ist ein Berg. Südlich. So, mal buffen ein bisschen. Er schaut auch meine Videos und hat ein paar Mal schon mich angeschrieben bei den Videos. Und jetzt ist er unten. Er ist auch Level 28 wie mein Beshi. Und hat auch ein Baba. Nachmacher. Nein. Ist egal, ob du nachmachst oder nicht. Es muss dir Spaß machen, was du machst. Und ja, find's gut, dass du mich angeschrieben hast. An der Mauer. So. Hier noch ein bisschen. Oh, wir haben wenig Leben, aber er wird uns wahrscheinlich dann helfen, wenn er ankommt und uns sieht. So. Da ist er ja. Hallo. Kann er mich gleich mal ein bisschen helfen? Danke. Ja, ich möchte gerne in die Party, damit du mir noch ein bisschen helfen kannst. Und jetzt will ich nämlich hier oben die Ogre töten. Oder Trolle oder was das sind. Da ist der erste. Ja, mein Mana. Sehe gut. Ja, die gehen nicht gut, die sind rot. So. Dann greifen wir mal den an. Sind leider wenig hier. Kann ich den angreifen? Ja, der geht auch gut. Ja, geht recht gut. Ich bin schon recht stark. Ich weiß jetzt nicht, wie er viel Erfahrungspunkte bekommt. Aber er wird wahrscheinlich schneller leveln als ich. Ich weiß jetzt nicht gerade, wo die Trolle sind. Da unten ist wieder ein Troll, der ist weiß. Sind nur noch wenige hier. Das ist ein Schatz. Ja. Da ist zum Beispiel einer wieder. Ja, hier hinten sind meistens auch noch. Ist leider momentan eine schlechte Level Phase. Hier gibt es nur wenig Damage. So, der da oben. Plopp mal den runter. So. Sehr schön, das macht schon viel mehr Spaß zu zweit. Wenn einer heilen kann, der andere kloppt, hat jeder etwas davon. So. Ja, Items bekommen wir ja sowieso nicht. Dann bekommt, glaube ich, jeder die Hälfte über. Und weil er ein bisschen tiefer ist, bekommt er ein bisschen mehr über oder auch weniger, weiß jetzt nicht genau. Weil es ja orange Gegner sind und für ihn nicht so lohnenswert. Aber er hat gesagt, er wird nebenbei noch leveln. Und unterstützt mich einfach jetzt ein bisschen. Genau. Ja, die Gegner geben meistens Loot.
Da ist Ende. Ach Mist. Müssen wir wieder zurück. Da hoch können wir nicht. Ja, schade. Ah, da ist noch einer. Der muss wieder runterkloppen. So. Ja, geht relativ gut, auch wenn wir wenig Damage machen gegen die Igneo-Augen und Igneo-Klaue. Igneo-Augen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich die bekomme. Ja, es sind ja auch orange Gegner. Aber eben die geben wahrscheinlich erst diese über. Na, wo sind jetzt wieder Gegner? Da unten ist ein weißer. Ah. Das Problem ist, die anderen sind violett und rot. Am Ork-Lager sind alle violett. Ja, dann kloppen wir wieder die blauen. Wenn wir jetzt gerade keine haben. Ich glaube, kloppen mal die. Da, auch wenn die wenig geben. Ich möchte aber die blauen. So. Und hier gibt es wahrscheinlich, ja, die roten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den roten angreifen soll. Ich greife den mal an. Ich denke, wir werden es schon schaffen. Irgendwie. Ja, toll. Der ist so stark. Ja, den schaffen wir aber noch. Ja, ja. Jetzt bekommen wir auch das Schwert-Ding wieder. Präzise Schwung. So. Dann bekommen wir mehr Erfahrung. Wie viel haben wir? 58.000. Leider treffe ich nicht so gut, aber das ist auch ein hochleveliger. Tigeraugen. Aha. Was haben Tigeraugen bei einem wie diese zu tun? So. Hier in den Reißzahn. Da oben sind wieder ein paar. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier entlang. Hallo, Kämpf. Und da oben ist wieder ein Gelber. Sehr gut. Also leveln tun wir. Das ist sehr gut. Und nächstes Level können wir dann schon die Roten eigentlich ein bisschen mehr angreifen. So. Eine Auszeichnung. Ah, wieder Trollbezwinger. Weil das immer noch verbuggt ist. Wann kommt endlich der neue Patch? Brauchen die so lange für einen Patch? Die sollten eigentlich mit dem Patch kommen, der nur Bug fixt. Aber leider sind die immer noch hinten dran. Das ist ein Anführer, dann gehen wir lieber hier entlang. Items immer noch keine. Beim Magier habe ich jetzt eine neue Robbe bekommen. Da habt ihr wahrscheinlich gesehen, als wir vorher noch kurz beim Ding waren. Beim Beshi. Er hat eine so eine hellblaue, grüne Robbe. Ich glaube hellgrüne war es.
So. Hier ist es doch schon viel besser. Jetzt werden wir auch hier nicht so von Spielern angegriffen, von anderen Reichen. Fast Level 37. Damit es weiß. Und bei uns. Wir haben noch genug Zeit. Ah, das ist einer von denen. Lieber den. Ah, fast Level 30. Sehr schön. Gut, gut. Also bekommt er hier auch Erfahrungspunkte. Das ist schön. Ich weiß nicht, die geben mir überhaupt keine Items. Darum habe ich hier auch nie richtig bei denen gelevelt. Die waren auch noch orange damals. Hm. Von denen bekommen wir nur Zähne. Aber mal eine Klopffolge mit Beshi wieder. Das tut gut. Also keine Questfolge, nur eine Klopffolge. Ist auch mal wieder ein bisschen schöner. Schade, dass wir jetzt das Ding Schwert gerade nicht haben. Ein bisschen weniger Damage machen. So, jetzt präzise Schwung. Genau. So. Ja, da kommen wir wieder nicht hoch. Aber doch, jetzt. So. Gut, keine Syrten. Ich klemme manchmal die Dingsteuerung ein, dass ich trotzdem geradeaus laufe. Und muss deshalb schnell schreiben. Ja, genau. Es ist besser, wenn keine. Wenn viele Monster da sind, aber keine Spiele von anderen reichen. Greifen wir momentan hier nur Trolle an, weil die einfach am meisten Erfahrungspunkte geben. So. Da hinten sind noch ein paar Trolle. Schön, schön. Ich hoffe, dass es jetzt losgeht mit anderen Spielen zu leveln. Macht mehr Spaß. Geht schneller. Und dann können die anderen Beshis dann mir auch ein bisschen abwechselnd heilen. Das heißt also, sie können mal einen Tag Pause machen, wenn ich hier am Leveln bin. Ich kann nebenbei aufnehmen. Muss nicht immer aufnehmen und ist doch viel schöner, oder? Also Dankeschön für alle, die mir helfen und noch helfen werden. Und so macht das Let's Play natürlich viel mehr Spaß. So haben wir mehr zu tun. Oder auch weniger zu tun, je nachdem. Und ein schönes Südkreuz-Kill. Ah, schaut, es geht so schnell. Schaut euch mal das an. Da gibt es sogar neue Golems. Ghouls. Auch sehr schön. Ja, und ein allgemeines Dankeschön an alle Zuschauer, dass es so viel, so gut ankommt, so viele Aufrufe gibt. Man sieht einfach als Let's Player dann, dass man etwas Richtiges macht. Dass man die Zuschauer freut und das tut mir auch natürlich gut. Jetzt habe ich wirklich keine Probleme mehr, den richtigen Zeitpunkt zu finden zum Let's Playen. Ich fühle mich immer gut und das unterstützt mich natürlich auch und auch die Zuschauer. Und ein großes Dankeschön dafür. Ja. Wir gehen jetzt mal hier rüber zu dem. Dann können wir wieder nach rechts gehen und wieder mehrere kloppen.
So. Ein 600, ein 754 gekriegt. Wow. Dann werde ich so machen, wenn ich alleine bin und niemand gerade in der Nähe ist, werde ich den Beshi leveln. Und wenn ich jemand habe, dann werde ich diesen hier leveln. Und mit dem Beshi werde ich auch zwischendurch manchmal ein bisschen mit Items, also einfach Items suchen bei leichten Gegnern. Ja. Das ist eine gute Taktik. Dann sind nämlich beide Charakter recht schnell oben. Ja, toll, super. Das kann man mehr. Und wie gesagt, ich werde anderen Leuten natürlich auch helfen. Aber momentan habe ich gerade zu wenig Geld, um mehr Charakterplätze zu Ding. Also wenn jemand neu anfängt und gerne möchte mit mir den Charakter hochziehen, ich würde gerne einen neuen Charakter anfangen. Mal schauen, was ich nehme. Ich werde wahrscheinlich einen Schützen hochscalen als nächstes. Weil ich ja den Ding nicht so gut finde. Der Jäger momentan nicht so gut finde, solo wulelig. Vielleicht wird er dann besser, aber... Ja, ich werde wahrscheinlich... Also wenn jemand Level 15, 16 ist, dann möchte ich gerne den Jäger noch hochziehen, sonst kaufe ich mir neue Charakterplätze und werde den Ding hochziehen. Den Schützen hochziehen. So. Jetzt sind nur noch zwei Striche. Dann haben wir... Ja, wir haben noch 7 Minuten Zeit. Bevor ich beenden muss, damit es nicht hohe Upload-Zeiten gibt. Ab Level 30, ab 30 Minuten meine ich, gibt es immer erhöhte Upload-Zeiten. Und das mag ich nicht so. Das ist eine schlechte Strategie von YouTube. Das unterstütze ich ja nicht. Bei mir sind Parts immer unter Level, unter 30 Minuten. So. Was wollen wir angreifen? Diese Igneos? Oder hier denn hier? So. Dann hier buffen. Und mal ein Igneo angreifen. Die geben auch gute Erfahrung. Hier wäre dann der nächste Toltar-Sklave. So, Igneo-Klaue, nein, das ist auch kein Item. Man bekommt 0 Items. Man bekommt nur Loot über. Das ist eine Frechheit, gerade in diesem Level. Aber wie ich erfahren habe, wird es erst gut, wenn sie blau oder dann grün sind. Und bei grünen Gegner bekommen wir viele Items. Das ist eine gute Strategie. Die ich aber mit dem Barbar nur machen werde, wenn ich alleine bin natürlich. Sonst geht es viel zu lange. So. Da haben wir noch einen. Dann wieder ein Igneo. So. Sehr gut. Er verringert meine Dexterity, das ist nicht so gut.
Aber für den... Für den Barbaren eigentlich nicht so viele Probleme oder gar keine Probleme. Also wir gehen hier dann rüber. Da ist immer dieser Anführer, dann muss ich schauen, dass ich den nicht angreife. So. Also weg von dem halten. Schmuckfedern brauche ich nicht. Ich dachte, das wäre ein Helm oder so, aber Schmuckfeder ist ein Loot. Ein blöder Loot. Ja, jetzt haben wir eigentlich recht viele hier. Ja, gib mir mal ein Item. Oh. Nicht mal vor Level 37. Ah, aber endlich mal wieder ein Level mit dem Barbaren. Ich hatte wirklich keinen Bock mit dem so lange ein Level zu farmen. Und jetzt hatte ich es plötzlich recht schnell. Also, wenn man dran bleibt, bekommt man auch schnell Levels. Wenn man nicht dran bleibt, bekommt man sehr langsam ein Level. Das ist wahr. So, jetzt haben wir hier wieder den Sklaven. Das geht gut. So, hier drüben sind noch. Und fast Level. Gerade noch rechtzeitig, sind nur noch 3 Minuten. So. Ja, ich habe den Toltar-Sklave besiegt, genau. Und? Nein, noch eins. Ah, greife ich so einen an. Und? Nehme noch keinen. Okay, greife ich den an. Jetzt? Nehme noch nicht. Dann den hier. Ich warte aufs Level. Ich warte, ich warte. Ach, genial. Den aber, Mensch, Meier. Und? Mensch. Die geben zu wenig Level. Haha! Yeah! Yes, man! Mann, oh, wir sind süße 16! Yay! Yeah. Nein! Blackjack, yes! Level 37 und ganz viele Achievements. Wie viel? 1, 2, 3, 4, 4 mal. 2,16. Wow, wie verbuggt das ist. Yes. Thanks. Yes, 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 yes. Also, Part ist vorüber. Dankeschön. Hier machen wir aus. Und im nächsten Part geht es dann auf die Level 38 zu. Oder dann mit dem Beshi wieder ein bisschen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Auf Wiedersehen.